Raketen! Heute mal, wenn wir zu stark winken, dann fällt die Kamera um. Heute mal aus einem Wellness-Hotel hier im Ruhrgebiet. Die Dani und ich haben gedacht, es wird mal Zeit, ja, dass wir mal was für uns tun und unsere Freundschaft etwas intensivieren. Also wir verstehen uns schon sehr gut, aber wir dachten, es wird mal Zeit, hier mal so die Nacht miteinander zu verbringen. Also nicht so jetzt, aber halt einfach mal so einen Mädelsabend. Einfach mal so einen Mädelsabend eben machen. Ohne Kerle. Ohne Kerle, ja. Ohne Babys. Ja. Nur mit Kamera und nicht eigentlich. Also nur mit Kamera und nackt. Sag was, bring was doch mal auf den Punkt. Ja, ihr wisst schon, wie das ist. Ne? Klickzahlen, Abonnenten, muss wachsen und so. Nein, also Spaß beiseite. Wir wurden ja, wir waren heute schon nackt. Ja, das stimmt. Aber da waren wir unter uns, weil keine Kamera mit dabei. Also hier, Wellness-Wochenende, super schön. Das Video werde ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken, was wir hier alles gemacht haben und erlebt haben. Jetzt sind wir eben hier auf unserem Wellness-Wochenende und ganz viele haben mich ja auch immer gefragt, Mensch, erzähl doch mal, wie hast du die Dani überhaupt kennengelernt? Und diese Geschichte erzählen wir euch im nächsten Video. Kannst du dich noch daran erinnern, wenn wir uns das erste Mal... Also ich weiß, dass Peter mich bei Let's Play Poker. Der hat dich bei Let's Play Poker kennengelernt und kurz danach warst du bei Last Man Standing auch, glaube ich. Genau, weil da habe ich nämlich mit Peter, das war irgendwie, wir waren da in so einer Kaschemme da irgendwo, wo wir das aufgezeichnet haben oder gedreht haben oder live eben gedingst haben. Da habe ich irgendwie auf dem Flur mit ihm gequatscht und dachte mir so, Mensch, ey, Peter ist echt so sympathisch. Aber wo haben wir uns nochmal das erste Mal gesehen? Das erste Mal haben wir uns gesehen am Düsseldorfer Flughafen. Da seid ihr zu den Bahamas geflogen. Da haben wir uns das erste Mal... Oh Gott, Dani, du weißt es noch. Ja. Stimmt, da hast du Peter zum Flughafen gebracht. Genau, und abgeholt. Und ich glaube, auf den Bahamas müsst ihr dann auch gesprochen haben, dass wir uns mal treffen. Weil ich glaube, das war nicht lange danach, dass wir zu euch gefahren sind. Ah, krass. Jetzt höre ich auch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Nee, also ich erzähle dir jetzt mal, wie wir uns kennengelernt haben. Entschuldigung. Ich dachte immer, das erste Mal vergisst man nie. Oh, Scheiße. Die Schwangerschaft hat mir alles gemacht. Ja, ich habe mit Peter auf den Bahamas gesprochen und es war halt super sympathisch dort. Und wir sind dann mit so einer kleinen Knattermaschine auch irgendwie Und da hatten wir uns auch voll gut unterhalten. Und da habe ich zu ihm noch gesagt, wir müssen uns unbedingt mal treffen. Ja, und das haben wir ja getan. Und ich weiß noch, das ist für mich total komisch, weil klingt jetzt so, aber für mich warst du immer die Tough-Frau. Weißt du, was lustig ist? Das ist jetzt auch nicht gelogen, aber habe ich dir noch nie gesagt, weil ich finde, das klingt doof. Ich habe dich früher unheimlich gerne bei TAF geguckt und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe dich auch immer... Kennst du die Serie Lipstick Jungle? Ja, Lindsay... Ja, genau. Und ich habe immer, und deswegen habe ich mich dich immer so gut gemerkt, weil ich fand immer, du hattest so eine unheimliche Ähnlichkeit mit dir, auch wo du so lange Haare noch hattest und so. Und da habe ich dich schon unheimlich gerne geguckt und so. Und deswegen war ich total nervös, auch so wie wir da hingefahren sind. Weil du war ja die Tough-Frau, ne? Und dann hast du mich direkt so mit Umarmung begrüßt und so. Und dann habe ich mich schon direkt willkommen gefühlt. Oh. Also dann war ich gar nicht mehr so nervös. Das war auch echt schön. Haben wir da nicht auch Videos gemacht? Wir haben Videos gedreht, ganz lustige. Wir haben, glaube ich, dieses komische Konsolenspiel irgendwie. Ah, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Das war lustig. Das war richtig lustig. Ja. Und wir beide haben auch gekocht mit Peter. Was heißt gekocht? Wir haben dieses Dessert gemacht. Ach, stimmt. Was irgendwie auch nicht richtig fest geworden ist. Das war auch so lustig. Ja, genau. Du musst mir den Link schicken. Das muss ich auch in der Infobox verlinken. Da haben wir doch 50.000 Mal eine Anmoderation gemacht. Und das auch immer gemacht. Das war auch lustig. Und von Anfang an, finde ich, wir haben so super verstanden, dass uns ganz klar war, wir werden uns öfter treffen. Weil einfach, es ist ja, man sagt zwar in der YouTuber-Welt und so und jeder versteht sich und es ist ja alle so familiär, aber war es ja damals schon gar nicht mehr so. Nee. Und ich war total happy, dass wir euch da kennengelernt haben und ihr so, also es klingt voll komisch, aber ihr wart so normal, so wie wir eben auch und nicht so durchgeknallt und irgendwie, wo man das Gefühl hat, so, okay, also so ein bisschen komisch ist es ja dann halt doch schon auch irgendwie. Und dann, das Coole war ja dann sowieso noch, als du schwanger geworden bist. Ja. Dass es ja gar nicht lange gedauert hat, bis ich auch schwanger geworden bin. Ja, was ja nicht unbedingt abgesprochen war, aber das hat so gut gepasst. Ja, also so, ich finde so vom Alter passt es bei uns total super zusammen, dass wir auch jetzt die Babys haben, passt total super zusammen. Unsere Männer haben den gleichen Humor und verstehen sich super, das passt auch super zusammen. Unsere Männer verstehen uns nicht, das passt so super zusammen.
Wir haben beide mit den gleichen doofen Sprüchen immer zu kämpfen. Das passt auch super zusammen. Ich mag an Dani zum Beispiel auch, so du bist einfach so, habe ich dir vorhin am Auto auch schon gesagt, du bist so straight. So Dani hat ihre Meinung, sie sagt ihre Meinung und das ist ganz klar und das ist auch nicht so ein Hin und Her und mal so und bei dir weiß ich auch die Sachen so, ich kann dir vertrauen, so die bleiben bei dir und ich habe ja nicht viele Freunde, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich bin ja jemand so, ich brauche ja ganz lange, bis ich so Vertrauen fasse. Und wenn dann jemand mal so bei uns so im Inner Circle sozusagen ist, dann bleibt er da aber auch. Ja, das haben wir ja letztens noch gesagt, ne? Wir sind uns sehr sicher, dass selbst wenn wir mal 500 oder tausende Kilometer entfernt wohnen, dass der Kontakt einfach bleibt. Ja. Und das ist auch so schön. Ja, finde ich eben auch. Wir sind jetzt nur wegen euch auch nach Essen gezogen. Ja, das ist doch, ja, aber wirklich, das ist ja so toll entstanden irgendwie. Ja. So immer so, ja, kommt doch nach Essen und jetzt seid ihr in Essen. Ja, und das ist einfach voll toll. Cool. Und darum können wir jetzt auch gemeinsam Sport machen. Mhm. Und die Babys können gemeinsam aufwachsen. Das finde ich eher am schönsten. Ja. Oder auch jetzt das hier. Ich meine, ganz ehrlich, hätte mir jemand vor 8 Jahren gesagt, du gehst mit der TAF-Frau im Wellnessurlaub. Hätte ich gesagt, ja, klar. Ich gehe mit der TAF-Frau im Wellnessurlaub. Nein, aber weißt du, was ich schön finde in der Entwicklung? Das ist halt so schön. Am Anfang warst du für mich die TAF-Frau. Mhm. Fernsehen wirkt so... Das ist eine andere Welt irgendwie. So weit weg. Aber du bist so eine normale, bodenständige, nette... Oh. Nein, aber wirklich so. Wie die Freundin von nebenan halt einfach so. Weißt du, man hat nicht das Gefühl, man ist irgendwie was weniger wert als du. Du gibst halt ein schönes Gefühl. Und auch so, ich finde, das kann ich dir jetzt auch mal sagen, jetzt wird es sehr emotional, ich hoffe, ich heule nicht. Nein, jetzt fange ich erst mal an. Du gibst mir echt ein schönes Gefühl, also durch dich, ich meine, ich habe meine 3 Mädels ja auch und die liebe ich über alles, das wissen sie auch, aber das ist jetzt so durch dich, du gibst mir so eine ganz andere Lebensrichtung auch, also mit dir probiere ich neue Sachen aus, irgendwie, du bestärkst mich in neuen Dingen und so auch dieses Shoppen so zum Beispiel, habe ich vorher mit noch nie jemanden so gemacht, irgendwie, du motivierst mich unheimlich und du bist echt auch so ein schönes Vorbild. Also so. Das mag ich halt so, dass du irgendwie mir so ein bisschen so auch andere Wege mal zeigst und so und dass ich mich da nicht so doof fühlen muss oder schlecht fühlen muss. Das mache ich erst durch dich. Was ich eben auch so toll finde an unserer Freundschaft ist einfach, dass sich das so schön entwickelt hat und auch so ohne Hintergedanken und dass man einfach weiß so, und das ist mir halt so wichtig an der Freundschaft, dass ich weiß, ich kann mich so blind auf jemanden verlassen. Und das ist ja eine Sache, die spürt man ja auch nur. Das weiß man ja nicht. Also man kann ja nicht in die Zukunft schauen, wie sich jemand weiterentwickelt. Aber man hat halt einfach so ein Bauchgefühl zu so einer Sache. Und ich meine, ich bin so oft enttäuscht worden auch von Leuten und bin dadurch auch eben sehr, sehr vorsichtig geworden, was so Freundschaften angeht. Und bei euch wusste ich eben gleich so, das ist so ehrlich einfach. Und das finde ich einfach, das finde ich voll schön. Ja, finde ich auch. Das ist vielleicht durch YouTube entstanden, aber das ist längst keine Freundschaft mehr, die auf YouTube basiert oder die irgendwelche YouTube-Hintergründe hat oder überhaupt sonst was. Nicht. Ja, überhaupt. Weil wenn man es mal so nimmt, wir machen ja keine regelmäßigen Videos zusammen, wir machen nicht jedes Mal ein Instagram-Foto, wenn wir irgendwo sind. Wir treffen uns ja ganz oft und sind einfach ganz privat, weil das ist unser Privatleben und das teilen wir auch und das ist uns so wichtig. Es gibt ja ganz wenige Leute, mit denen ich zusammen in Urlaub gehen könnte. Also allein die Vorstellung, da kriege ich bei manchen schon irgendwie so Herzklopfen, weil ich mir denke, nee, das können wir nicht machen, Schatz, das funktioniert ja nicht. Aber mit euch zum Beispiel könnte ich zusammen in Urlaub, weil ich genau weiß, ihr nehmt es einem auch nicht krumm, wenn man sagt, so 2 Tage macht jetzt jeder mal sein eigenes Ding. Absolut. Und dann treffen wir uns wieder am 3. Tag und gehen wieder zusammen spazieren, wieder zusammen essen. Und weil es halt einfach, es ist so ehrlich. So, und jeder lässt dem anderen seinen Raum. Und das ist mir halt auch voll wichtig an der Freundschaft, dass man sich selbst nicht verbiegen muss, dass man genauso sein kann, wie man ist. Und dass es auch scheißegal ist, was man hat oder so dieses Ganze, diese ganzen Umstände, wie man lebt, warum, wie, dass alles nicht in Frage gestellt wird, dass das auch nicht hinterfragt wird, sondern dass man sich so nimmt, wie man ist. Und ich finde, da trifft man ganz selten Menschen, wo genau das so zutrifft. Und ihr seid da voll so 100%, wo wir genau wissen, das haben wir immer gesagt, Dani und Peter sind so herzensgute Menschen, so mit denen will man einfach befreundet sein. Nein, aber ich kann das echt nur zurückgeben, das ist so. Ja. Also das ist so, man hat das Gefühl, man muss sich nicht rechtfertigen für irgendwelche Dinge. Man kann sich füreinander freuen, wenn irgendwas was Tolles passiert. Und man kann aber auch, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dir jetzt nicht sagen könnte, wenn mir mal was nicht gefällt. Nee, also, gar nicht.
dass man auch darüber normal reden kann und nicht direkt dann eine Freundschaft kaputt ist. Genau. Also. Und ich quetsche dir hier gerade deine Hand ein. Das tut mir leid. Ich finde das ehrlich gesagt gerade voll spannend. Es ist gar nicht aufgefallen, dass wir noch Händchen halten. Ich finde, was wir uns vornehmen sollten, so für unsere Freundschaft auch, wir sollten öfter mal so Mädels machen. Ja, auf jeden Fall. Also muss ja auch nicht immer gleich ein ganzes Wochenende. Nein, wir wollen auch gesagt, mal so ein Morgenstreffen, abends zurück. Ja, und auch mal irgendwie sowas alleine machen. Weil, also das ist wirklich auch so ein Tipp an alle Mamis da draußen, wobei das wisst ihr wahrscheinlich selbst auch schon alle. Es ist so schön, wenn man mal was mit seiner Freundin einfach machen kann. Ohne Babys, ohne Männer. Ich meine, wir vermissen die Babys. Ja, wir vermissen auch die Männer. Wir vermissen auch die Männer, natürlich. Aber die Babys noch ein Stückchen mehr. So, aber es ist auch mal schön, dann eben zu wissen, dass man die Babys vermisst, wenn man eben weg ist. Und ihr seid keine schlechten Mütter, wenn ihr diesen Gedanken habt oder das auch nachgeht, von wegen mal für euch sein. Weil ihr müsst ja auch mit euch im inneren Einklang sein, dann könnt ihr auch gute Mamis sein. Und es ist auch so schön, wenn man einfach mal wieder so gackern kann wie früher und so. Also jetzt mal hier unter uns Mädels gesprochen, auch mal so ein paar Männer abchecken kann und gucken kann, so was geht denn da so. Also jetzt nicht, was geht denn da so im Sinne von, was geht denn da so, sondern einfach nur, kann der was oder kann der nichts? Ja. So, ne? Also auch so die Entfernung und das, was man halt so unter Mädels redet. Ich meine ganz ehrlich, die Männer finden auch andere Weiber toll. Wir dürfen auch noch andere Kerle toll finden. Ich sag mal, Christian darf aber bei einer Frau nachschauen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Nein, finde ich auch nicht schlimm. Ja, das ist, mir ist lieber ist so, als wenn Peter sagen würde, er findet keine toll, dann würde ich wissen, er lügt. Ja, also da will ich auch nicht angelogen werden. Christian sagt mir auch immer, wenn er eine Frau hübsch findet. Ja. Finde ich auch, ist auch in Ordnung. Ja. Jetzt schweifen wir vom Thema ab. Ja, also jetzt machen wir gleich zwei Videos. Das ist eine Mädelskrankheit. Wir schweifen vom Thema ab. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, so was euch wichtig ist an Freundschaften, was ihr mit eurer besten Freundin immer macht und ob ihr vielleicht auch noch sonstige Videoideen habt, worüber Dani und ich quatschen sollen. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich nicht mal ein Video zum Thema Mutter sein, Babys haben, Partnerschaft haben, wie kriegt man alles irgendwie unter einen Hut? Kann man ja mal überlegen, ob wir das auch irgendwie zusammen machen wollen. Wenn ihr das sehen wollt, Däumchen nach oben. Ganz genau. Das sehen wir dann, wenn ihr das sehen wollt. Wäre auf jeden Fall ein interessantes Thema. Ich glaube, das wollt ihr hören. Oh Gott. Ja doch, aber ich denke auch, es könnte ein sehr spannendes Video werden. Denn nein, nichts ist immer so, wie es scheint. Nein, definitiv nicht. Wir machen jetzt hier noch einen schönen Wellnessabend und hoffen, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss. Tschüss.